Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ich habe mir überlegt, wir versuchen mal zusammen die letzte epische Rüstung hochzupowern, die ich hier habe, die Armor of Commodo, die es noch lohnt hochzupowern. Ja, man sieht jetzt schon, sie ist von den Werten her schon besser als so manche andere Rüstung, die weiter hoch ist in den Leveln fortgeschritten ist. Gut, ich war jetzt nur auf der falschen Dings. Das wäre es jetzt noch, sie zu verfusionieren aus Versehen. So. Ja. Und wir wollten ja hier noch ganz viele Erd... So, da wollte ich nochmal gucken. Da wollte ich doch nochmal gucken. Ich habe hier doch kleinere Erdrüstungen. Ob ich die nicht mit irgendwas zusammen verfusionieren kann. Zum Beispiel mit Luft. Ja, hätten wir zum Beispiel. Erde und Luft ist jetzt nicht die beste Kombi. Denn das ist eine Craftable. Aber was man hat, hat man. Cyrus Armor. Genau. Gerade mal gucken. Mystic, haben wir da was? Natürlich nicht. Ich könnte jetzt diese Mystik hier nehmen, Mystik und Erde, aber das ist auch wieder eine Craftable. Was gut ist, ist Feuer und Erde, die ist nicht zu craften und gibt deswegen 50, wie nennt sich's, Erfahrungspunkte, deswegen nehme ich da jetzt auch eine etwas bessere und hau die jetzt hier einfach auf die Basic drauf. Müsste trotzdem nur eine 1-Sterne-Rüstung rauskommen. Aber wie gesagt, eine, die man nicht von gegen, also von Materialien herstellen kann, der Volcanic Mantle. Daraufhin gibt die uns ja 50 Erfahrungspunkte. Gerade mal überlegen, Wasser und Erde geht, glaube ich, auch. Die gibt es auch. Die würde ich jetzt nur machen, wenn ich wirklich eine kleine Wasserrüstung übrig habe. Ich hatte, glaube ich, aus den Truhen, die ich da gemacht habe. Ich weiß gar nicht, woher habe ich denn die kleinen Rüstungen? Sehr, sehr merkwürdig. So. Irgendwoher habe ich sie auf jeden Fall. Und deswegen verbrauchen wir sie einfach auch. Ja. Genau. Den Snakeskin, ja klar. Hätte ich gleich drauf kommen können. So. Aber wir haben ja gesagt, wir haben hier die Feuerrüstung. Ja. Bringt halt wesentlich mehr die normale Silbersternrüstung hier, die zweite Stufe, die bringt, weiß nicht, 10 Erfahrungspunkte, 5 Erfahrungspunkte. Ich weiß es gar nicht auswendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall wenig. Und die 40, die ich mir jetzt praktisch hier anfusioniere, die sind auf jeden Fall gut angelegt. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch Rüstung mit Erde brauche zum Verfusionieren, weil es dann ja den Bonus gibt. Und nur noch 3. Jetzt nur noch 2-mal. Dann haben wir auch das. Irgendwie ist heute Morgen mein Computer ein bisschen lahm. Ich habe im Hintergrund natürlich auch wieder viel zu viele Programme laufen. Aber da müsst ihr durch mit mir. Ich hätte das natürlich alles schon vorbereiten können. Dann hätte es geheißen, woher hast du immer die ganzen Rüstungen? Natürlich fusioniere ich auch meine Rüstungen so, wie ich sie mir brauche. So, wie ich sie brauche. Nicht, wie ich sie mir brauche. Gut. Die wollten wir haben. Nur noch 1-mal. Und dann haben wir es. Dann können wir loslegen mit dem Aufleveln von der Rüstung. Von der Commodo. Ach, ich finde die irgendwie trotzdem cool. Auch wenn es eine Mono-Rüstung ist. Wobei ich mich damals ein bisschen geärgert habe, wo die rauskam, weil das natürlich den Tectonic... Nein, möchten wir nicht. Den Tectonic Mantle dann wirklich sehr entwertet hat einfach, ja. Ah, nein! Da hätte ich mich jetzt sehr geärgert. Ich meine, die Sache ist die, es nennt sich auch Fusionsboost Armor. Und ich dachte halt wirklich, dass man dann bei einer Fusion... Weil hier haben wir den Fusionsmaster, der fusioniert die beiden Rüstungen miteinander. Aber nein, es, ja,
war anders da gedacht. Und da habe ich meine erste Fusionsrüstung, die ich hatte, habe ich gleich mal voll auf den Kopf gehauen. Kam irgendwie nur Müll dabei raus. Und ich dachte mir, hä, Fusionsboost-Armor, und es kommt so eine schlechte Rüstung raus. Naja, hab da mal bei YouTube ein paar englische Videos geguckt. Damals gab es ja noch nicht so viele deutsche. Und hatte dann tatsächlich das Problem, dass ich selbst mit meinen schlechten Englischkenntnissen rausbekam, dass es leider falsch war, was ich dachte. Ja, Commodore wird jetzt hoffentlich immer weiter schon steigen. Ja, Level 38. Müssen dann mal gucken, ob wir das wirklich noch auf die 99 kriegen. So, das müssten jetzt 200 Erfahrungspunkte sein, die wir da gerade reinpowern. Jep, das ist es auch. Und das bringt halt hier jetzt am Anfang noch relativ viel später nicht mehr so. Ich will jetzt hier auch erstmal die ganzen Einzelrüstungen mal reinstecken. Das war es eigentlich schon. Oder den Tectonic Mantle. Nein, natürlich nicht. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich glaube nicht, dass wir auf die 99 kommen. So gern ich das auch machen würde. Interessanterweise, wenn ihr hier unten die Uhrzeit seht und euch vielleicht wundert, dass es vielleicht schon heute Nacht, also praktisch schon Mittwochnacht rauskommt, ich nehme tatsächlich mal dienstags auf, weil das ja keine Folge ist, die den Epic Boss voraussetzt und ich dementsprechend halt auch die Möglichkeit habe, da jetzt praktisch vorzuarbeiten. So. Auch die geben natürlich 50 Erfahrungspunkte pro Rüstung, muss man aber ganz klar sagen, eigentlich ist es fast schade, die da reinzupowern. Aber ich möchte jetzt halt auch gerade mal wieder die Rüstungen, die ich noch auf der hohen Kante liegen habe, die ich noch zu craften habe, die möchte ich halt auch irgendwann machen. Und dann möchte ich halt hier mal meine Slots freikriegen. Ich habe ja knapp 200 Rüstungen zu viel in meinen Rüstungskammern liegen. Woraufhin ich natürlich jetzt, oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen aufgestiegen hier. Und das sieht ja jetzt schon richtig gewalttätig aus. Level 50. Jetzt sind es ja nur noch 49. Die 49 schlimmsten, ja. Also am allerschlimmsten finde ich so ab 70, ja. Also das zieht sich dann richtig, ja, wenn man dann keine Fusionsboost-Armors reinhaut, hat man ja keinen Spaß. Das kann man ganz klar so sagen. Geldtechnisch bin ich ja im Augenblick gut aufgestellt, wobei ich auch unbedingt mal wieder was an die Gilde spenden möchte und müsste. Ich finde das immer interessant, wenn es heißt, ja, spendet so viel pro Woche. Also nein. Wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Leute wirklich spenden, würde ich sagen, reicht es. Spendet immer dann, wenn ihr gerade mal dran denkt und Zeit habt und das Geld auch da habt, also das Gold, dann spendet doch einfach mal einen großen Batzen. Hat doch wesentlich mehr Sinn. Ja, weil zum Beispiel jetzt hier mit dieser Aktion verliere ich. Ich müsste jetzt zurückspulen und gucken, wie viel Geld ich da am Anfang hatte. Aber jetzt sind wir schon bei 64.000 pro Fusion. Und das wird hoffentlich noch mehr oder wird auf jeden Fall noch mehr. Es wird aber echt knapplich. Also nicht knapplich. Also ich muss dann mal gucken, ob ich vielleicht von anderen Elementen noch Fusionsboost-Armors übrig habe, dass ich die dann mit reinhaue, weil das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. 14, 14. Nee, ich habe hier schon ein paar. Das ist ärgerlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Rüstungen an sich nicht weniger werden. Ich habe hier auch bei diesem Charakter ja noch nicht das Level 200 erreicht. Und seit irgendeinem Update vor irgendeiner Zeit ist es ja tatsächlich so, dass man bis Level 200 jetzt noch Rüstungsplätze dazu bekommt. Die Leute, die schon Level 200 überschritten hatten, hatte ich ja zum Beispiel auf dem Handy schon, die haben das automatisch gleich bekommen. Ja. Ich hier halt nur per Levelaufstieg. Deswegen ist mein Maximum auch noch nicht so hoch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte jetzt mal versuchen, unauffällig mein Handy zu schnappen, während ich das hier am Verfusionieren bin. Und zu gucken, ob wirklich dann das Maximum Levels, also das Maximum bei Level 200 an Rüstungen wirklich auch 200 Rüstungen sind. So, Handy fährt hoch. Beziehungsweise Knights and Dragons fährt hoch. Ich habe das nicht immer offen, auch wenn manche Leute sagen, ich lebe nur für dieses Spiel. Das stimmt überhaupt nicht.
Ah, und jetzt wird auch noch ein Update runtergeladen, also das kann dauern. Ja, wenn nicht, schreibt einfach bitte einer von euch größeren Spielern das mal unten in die Comments rein, ob dann wirklich die 200 Rüstungen... So, naja, wir wollen ja vorankommen, aber ich denke, wir werden mit den Fusionsboosts, Armors, werden wir es nicht auf 99 schaffen. Ja, es gab jetzt einiges voran und die Werte sind ja jetzt schon knapp bei 3000. Das ist okay. Damit kann man leben und arbeiten. Ich mache jetzt nochmal so die hier rein. Ach ja, ich dachte ja echt, das reicht. Ach, ich hadere gerade mit mir selbst. Luft und Feuer hätten wir noch. Jetzt machen wir mal 4 Luft. Was? Diese Rüstung wurde... Rüstung neu ausstatten, okay. Ja. Vor allen Dingen, weil genau die oberste von den 14 ist angelegt beim Epic Boss, ja. Nicht eine von den unteren. Nein, die oberste! Ihr versteht mein Problem, wenn ich doch da noch mehrere Rüstungen frei habe. Also ich... Naja. Kann man machen. Nix, muss man Goku zu. Jetzt sind wir schon bei 120.000 pro Fusion. Und hier gibt es jetzt nicht ganz so viele Erfahrungspunkte, wie wenn wir die passenden Elemente haben, aber kommen auch auf 600 und Level 84. So. Handy kurz geklickt, während ich hier... Dann machen wir hiervon mal 2, davon mal eine, da sind wir hier auf 999. 9, davon machen wir noch eine mit rein. Das Tolle ist ja, dass es zumindest keinen Abzug gibt, wenn man das falsche, also das nicht passende Element reinmacht. Das ist ja schon mal was. Und wie weit läuft's hoch? So, ach, jetzt bin ich hier in das Falsche reingegangen. Ich bin gerade auf dem Handy am machen, weil ich euch ja eigentlich... Amos Miss war es nicht. Doch, da sieht man es ja auch. Also ich habe hier 150 als Maximum Rüstungssets auf dem Handy. 88. So, warte mal, nochmal alle. Dann nehmen wir noch eine von denen hier dazu. Tja, verballern wir doch mal alle unsere Fusionsboost-Armors. Aber dann bin ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen besser aufgestellt. Gut, die letzten 6 Level, wir haben eben 5 Level gut gemacht. Ich nehme trotzdem erstmal nur 3 von denen hier. In der Hoffnung, dass ich nicht übers Ziel hinausschlage. Na, das finde ich immer schade, wenn man zum Schluss dann... Nee. Aber jetzt machen wir die 3 Level auch noch. So. Und wir nehmen mal hier von alle und gucken mal, was wir an nicht fusionierbaren Rüstungen... Ah! Okay, das sind ja wirklich nur noch kleinere Rüstungen, die wir da haben, aber davon massig. Also jetzt ist praktisch das, was eigentlich nicht sein sollte, dass man zum Schluss kleinere Rüstungen reinhaut. Das ist eigentlich nicht die richtige Taktik, ja. 98. Verbessern. Aber dafür haben wir ja das Geld. Ach, da haben wir doch. Hä? Warum werden erst die kleinen Rüstungen angezeigt und jetzt hier die großen? Also die hier gibt 50 Punkte oder 40, wenn es nicht passt. Hier hätten wir nochmal eine größere. Machen wir doch hier die ganzen einzelnen. Da haben wir noch 2 Sterne Rüstung und nehmen wir noch die hier mit dazu. Ja. Kostet jetzt 120.000. Wenigstens das ist jetzt nicht mehr so. Und oben seht ihr auch, wir waren vorhin mal auf 7 Millionen. Jetzt sind wir nur noch... Gut, okay, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen was an Punkten verschenkt. Ich denke mal so um die 40.
aber besser, als wenn wir da jetzt noch eine Fusionsboost reingehauen hätten. So, die Komodo ist auf Maximum. Wertetechnisch 3578. Ist ordentlich. Immer wieder der Hinweis, denkt daran, es ist eine Mono-Rüstung, dementsprechend hier mal meine Ritter, da haben wir hier die Plus, die ich immer noch sehr stolz bin, und denkt halt daran, dass es eine Mono-Armor ist, und so, mal okay. Da haben wir sie. Die Werte reißen einen jetzt nicht um, aber und, also gut, okay, hat jetzt halt auch der Hauptcharakter an. Das ist jetzt natürlich auch ungeschickt, um sie mit den anderen Werten zu vergleichen. Wir gehen gerade mal hier wieder in die Ägäis und schnappen uns praktisch. Achso, er kann die ja nicht anziehen. Hahaha. Hahaha. So, wir. Questritter können Fortschritt verwerfen. Ja, ja. Wir gehen jetzt hier rein, nehmen uns die Komodo. Okay. Kann er irgendeine Mystik rüsten? Nein. Gut, die ist nicht ausgelevelt, das hat sich erledigt. Ja, also wir sehen jetzt halt hier trotzdem 2-4, 2-2. Ich glaube, die Druidik war auf 2-3, 2-3. Also es gibt sich nicht sehr viel jetzt von den Werten her, obwohl die, wie heißt sie? Die Druidik ja an sich von den Werten her nicht ganz so hoch ist, bekommt sie halt den doppelten Bonus, bla bla bla. Und dementsprechend sind wir hier dann bei einem guten Wert. Hier haben wir eine andere Mono-Rüstung, die hat eigentlich fast die gleichen Werte, ja, ein bisschen schwächer. Ansonsten hier die Forgestone heißt sie, glaube ich, ist eigentlich schwächer, wesentlich schwächer und hängt im Endeffekt 200 Punkte hinterher, weil sie halt einfach die zwei Boni kriegt. Und so weiter und so fort. Wenn man überlegt, die Rüstung hier ist zum Beispiel wesentlich schwächer oder die da. Und gut, sind auch 600 Punkte hinten dran, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Also dieser Bonus ist nicht zu verachten, gerade bei einer Gilde, die halt weit vorne ist, wo es wirklich dann um 10% mehr geht. Ja, 10% von 2000 sind halt 200 Punkte, das ist ganz klar. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben jetzt mal einfach mal nur ein bisschen die Rüstung hochgelevelt. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hätte es gerne gehabt, dass ich nicht so viele Fusionsboost dafür gebraucht hätte. Ist jetzt halt aber so. Und was demnächst halt nochmal kommen muss, ist halt irgendwie eine Folge, wo ich irgendwie noch Rüstung verbrauchen muss. Ich habe ja nachgeguckt. Das kann eigentlich auch nicht sein. 158 Sets habe ich hier schon. Und mein Handy-Charakter, der eigentlich vom Level her höher ist, der hat komischerweise weniger Rüstungsslots frei. Ja, das da stimmt irgendwas nicht. Der hat nur 150 Rüstungsslots frei. Oder man muss halt tatsächlich jetzt mittlerweile wieder Level steigen, um Rüstungsslots dazu zu bekommen. Aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Das ist alles sehr verwirrend. Wer sich da auskennt, der kann das gerne mal in die Comments schreiben. Weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass wenn ich auf dem Handy gestiegen bin, dass ich dann keine Rüstungsplätze mehr dazu bekommen habe. Oder aber es kann natürlich sein, dass ich auf dem Handy, weil ich da halt schon höher bin, länger nicht gestiegen bin und dass es jetzt sogar noch weiter Rüstungsplätze gibt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Es nervt mich auf jeden Fall irgendwie an, weil auf dem Handy bin ich Level, jetzt habe ich gerade mich ein bisschen verklickt, auf dem Handy bin ich Level 200 irgendwas, gucke ich gerade mal nach, 218 und hier bin ich nur 168 und ja, ist irgendwie erschreckend, warum das so ist. Wie gesagt, wer es weiß, schreibt es bitte in die Comments und ja, lässt uns nicht dumm sterben. Ja, den Gamrun hier habe ich immer noch nicht angefangen, werde ich auch wahrscheinlich nicht bis in die 5000 hochgehen. Und die Frage war, ob diese Rüstung stärker ist als meine Rüstung. Ja, ist sie. Habe ich aber dann ja auch einen Link dazu im letzten Video dann reingebracht, wo ihr nachgucken könnt, wo die Epic-Rüstungen, wo die liegen, was für Werte die haben und so weiter und so fort. Gut,
Ich meine, die Centurion ist halt auch schon eine ältere Rüstung, auch wenn sie in Plus ist und auch wenn sie in Nicht-Plus eigentlich schon noch gute Werte hat, aber gegen die neueren Rüstungen müssen natürlich besser sein als die alten, vor allen Dingen, wenn es wirklich zwei gleiche Elemente sind, ja. Sonst würde ja keiner die neuen Rüstungen haben wollen. Gut, also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.